Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem weiteren Odin war shoppen mit zwei, ein Unboxing kommt nachher auch noch, ein Vor-Unboxing, ich weiß noch nicht, wann ich die Tage dazu komme, habe ich jetzt hier, ihr habt ja schon im Video davor gesehen, ich habe einen Kaffeeautomaten geholt, da habe ich jetzt kein Unboxing zu gemacht, weil ich ihn einfach auspacken wollte, ich wollte ihn benutzen, ich kann euch sagen, das Ding ist geil. Ich werde euch aber demnächst in den nächsten Video mal zeigen, präsentieren, euch genau erklären, wie da funktioniert, wie man was macht. Die Profile werde ich euch zeigen und erklären. Das kommt alles in einem separaten Video. Odin und seine Kaffeemaschine, beziehungsweise Kaffeeautomat, Vollautomat. So, dann waren wir heute einkaufen. Ich habe mir einmal transparent Dinger geholt hier, so eine Strips, dass ich bei meiner Tochter hier, also Strip, ja, also noch habe ich keinen Strip gekriegt, wer weiß, was die Nacht noch bringt, aber das sind andere. Und damit will ich dann Bilder bei meiner Tochter festmachen. Dann habe ich mir hier so Spiegelkleber geholt. Ja, ich wollte mir die eigentlich für was anderes holen, aber die waren nur noch die da. Also immer so ein Paket mit so kleinen Vierecken, seht ihr das? Und es sind an der Zahl 16 Vierecke. Und die werde ich nehmen und morgen meine Enten im Badezimmer an die Fliesen kleben. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht und ob das hält. Bis 2 Kilo schaffen sie, 2,4 Kilo. Meine Enten sind keine 2,4 Kilo. Und von daher werde ich euch dann auch in einem späteren Video mal zeigen, wie ich das dann gemacht habe und wie das aussieht. Ich lasse mich mal selber überraschen, ob es überhaupt gut aussieht oder ob es kacke aussieht. Werden wir sehen. So, und dann war ich hier auch mal wieder shoppen. Also ich habe bei Amazon, habt ihr ja gesehen, ich habe Blu-rays geholt. Ich glaube, die habe ich euch jetzt gezeigt, wo der blutige Pfad Gottes drin war. Das kam mit Hermes. Jetzt haltet euch fest. Ich mit hier im Skype mit Olle Sebastian. Ihr quatscht über den Kaffeeautomaten und hast ihn hier gesehen. Das war, nachdem Sascha weg war. Und da stand da drinne, dass das heute ankommt. Und da habe ich habe um 13, samstags war das, Samstag um 13.45, 13.50, 13.55 habe ich mit Sebastian, den kennt er auch aus dem Hangout, angefangen zu cammen im Skype und gequatscht. Und um 14.45 Uhr habe ich dann gesagt, Mensch, ich guck mal nach, weil ist ja spät, wo bleibt denn Hermes? Ich wollte ja blutige Pfad Gottes abends gucken, 1 und 2. Und dann habe ich raufgeguckt, abgegeben, zugestellt. Sag ich, hier war aber gar keiner. Sagt Sebastian, ja, das wird er im Briefkasten geschmissen haben. Sag ich, das kann der nicht im Briefkasten schmeißen, das ist so ein dicke Ding. Das passt da nicht hin. Da hat die faule Sau hier ja nicht geklingelt, weil der weiß, dass ich den aufdrücke und dann kann der hier hochlaufen in den zweiten Stock. Da hat die faule Sau unten geklingelt beim Nachbarn und hat das Paket beim Nachbarn abgegeben. Braucht er nicht mehr hochlaufen so weit. So ein faules Stücke. Ich sag ja Hermes. Also Hermes ist immer mein Lieblingsversand, da sage ich immer, boah. Aber ja, und die haben jetzt, früher hatten wir einen richtig coolen Hermes-Fahrer, der jetzige, der das irgendwie zur Überbrückung macht oder so, der ist jetzt nicht mehr so der Knaller, der ist jetzt, naja. Aber dafür habe ich einen total lieben UPS-Fahrer. Post bin ich auch total zufrieden. Wie heißen die anderen? Keine Ahnung, die anderen sind halt auch gut. Und gehe jetzt auch. Deutscher Paketdienst. DPD. So war das. So, jetzt wundert euch, was hat denn der Odin jetzt hier schon wieder groß? So, und nachdem ich mir einen Kaffeeautomaten, Vollautomaten geholt habe, habe ich mir auch im gleichen Atemzug einen neuen Wasserkocher geholt. Seht ihr den? Der ist aus Wasser, der ist nicht aus Wasser. Der ist aus Glas und aus, ja, Plastik, glaube ich, und Metall. Und der hat blaue LEDs. Was machen die LEDs? Sie leuchten blau. Oh, die haben hier netterweise auch noch einen Katalog von denen drin gepackt. Die haben so ja Schermaschinen, Radios. Guck, zeige ich euch mal. Die haben eine schöne Auswahl. Oh, hier auch noch Mixer. Mixer brauche ich nicht, Mixer habe ich. Bürste brauche ich auch nicht. Rasierer. Also Elektrorasierer brauche ich jetzt nicht, weil ich mache ja mit dem Nassrasierer einmal hier, dann so ein bisschen die Konturen hier und immer im Monat sowieso zum Friseur und hier unten ein bisschen, da brauche ich einen Elektrorasierer, aber für den Kopf wäre eine Haarschneidemaschine bzw. elektrischer Rasierer nicht schlecht. Aber nicht so ein Ritt für die Sicht, so ein Langhaarschneider. Ihr wisst, was ich meine. Haben die hier. Sieht auch ja nicht mal so schlecht aus. Mini-Kühlschrank. Mini haben sie hier auch. Das wäre auch für das Wohnzimmer gut. Brauche ich nicht mehr aufstehen. Da könnte ich meine Liquid drin packen.
So, Mixer, alle drum und dran. Sieht aus wie ein Tower, was die hier haben. Konditor, keine Ahnung. Schallplattenspieler. Ein Reiskopftopf. Reisdings. Ja, ja, da. Ich esse ja kein Reis, ist ja nicht so mein Ding. Aber Frauchen guckt da ja, ne, und macht da und, naja. Ich möchte ein Brotbackautomat. Sie hat ein Brotbackautomat gefunden. Sie hat ein Brotbackautomat gefunden. Das hat ja in meiner Küche noch gefehlt, hat sie mir letztens erzählt. Die hat mir erzählt, mir fehlt ein Brotbackautomat. Sag ich mal, ich habe ein Brotbackautomat. Nennt sich Netto. Geh ich hin, hol ein Brot, komm wieder nach Hause. Brotbackautomat. In nicht mal 5 Minuten. Weil der ist ja nicht weit weg. Aber nein, sie meinte, mir fehlt ein Brotbackautomat. Da kann man selber machen. Aber die Schweinerei muss man ja auch wieder sauber machen. Und ich hatte mal einen Brotbackautomat. Das ist eine Schweinerei. Das Ding muss ja auch sauber gemacht werden. Der kam auch alles wieder oben hoch. Der war so lang, so hoch, mit einem Stecker. Und dann habe ich auf den Knopf gedrückt und hat er gemacht. Was? Und der ist mir mal die Sicherung rausgeflogen. Ich wundere mich, warum ich mal stehe im Dunkeln. Da hat der Brotbackautomat die Sicherung rausgeflogen. Ich habe ja nicht an den gedacht. Dachte irgendwie, keine Ahnung, wieder Rini macht die Sicherung. 5 Minuten später wieder, puff. Nee, den habe ich nicht. Echt? Aber ist der ist nicht von der gleichen? Ja, ist aber eine andere Firma und der ist, glaube ich, kleiner vorne. Vorher für den Kopf. So. Mir fehlt ein Brotbackautomat. Oh, guck mal, eine Katze. Miau, miau. Gib ich Josie, kann die, meine Tochter, kann die damit spielen. Kann sie malen. Du hast ihn weggepackt. Ich bin unschuldig, ich schwöre. Klar bin ich unschuldig. Logisch. Ich bin immer unschuldig. Da lacht sie. Hab dich auch lieb. So, sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Ach so, haben wir ja auch geshoppt. Ja, genau, habe ich nur die Hälfte vergessen hier. Ja, geh du unter die Decke. Aber ich finde die, oh, 1,7 Liter Maximum. Bis hier nur? Ja. Na, aber ich kann das doch bis hier voll machen. Ach, dann schwappt's über. Dann sollen die doch was machen, dass es nicht überblubbert. Der ist toll. Der ist total toll! Der selbstgepresste? Achso, du hast den selbst getestet. Okay, sieht irgendwie aus wie ein Antennenanschluss da unten. Nee, der hat ja nicht so Nippel in der Mitte. Ich Wusa, andere, oh, Kopfkino. Kopfkino! So, und wie kriegt man den jetzt an? Einfach so ruf und dann... Ah, hier oben ist er an. Ah, der hat ja Technik, guck mal hier. Bumm! Und ein Sieb. Was? Jo. Ja, ich will ja nur gucken, aber... Ja doch, mach mal ein bisschen Wasser rein, genau. Muss mal gucken, dass ich den denn hier irgendwie noch unter Strom kriege. Ich hatte doch hier irgendwo noch eine Steckdose liegen. Wartet mal, ich habe nämlich noch eine Steckdose. Dachte ich. Doch, hab ich. Ach. Ach Mensch. Was ist denn das für ein Kabel hier? Das ist von meiner Box. Ist doch nicht hier drin. Jeder der Peter. So. Test, test, test. 1, 2, 3. Weil letztens, wo ich das so rübergeschmissen habe, hat es nicht mehr funktioniert. Komischerweise. So, ich habe jetzt netterweise hier. Vorbereitung ist alles. Man hat ja nette Assistenten hier. Nicht? Assistenten. So. Jetzt habe ich das. Jetzt drücke ich hier drauf. Und es leuchtet blau. Also ihr seht jetzt ja ein schwach blau leuchten hier. Aber es leuchtet wirklich stark blau. Boah,
Oh, das sieht hier unten ja schon los mit den Blasen. Ist das besser? In der Kamera. Ach so. Ja, na, das ist auch das helle Licht. Das, also, das sehen ja das so ein bisschen. Warte mal, ich mach mal hier noch. Oh, jetzt sieht man es gut. So, jetzt haben wir nur Licht von oben. Ich habe ja echt gedacht, das ist... Leck mich am Arsch. Guck mal, wie viel Wasser da drin ist. Also ich bin da ein bisschen Wundertüte, nicht wundern, aber ich hatte nur so einen normalen Wasserkocher. So mit so einem Heizding da drin. Und den habe ich angemacht, habe mir einen Film angemacht und so ab der Hälfte war es dann mal warm oder heiß. Also sehr lange hat er gebraucht. Also so lange jetzt auch nicht, aber also wirklich ewig gebraucht. Und hier angemacht, es ist schon heiß. Und hier kommen schon Blasen hoch. So, wir gucken mal weiter und dann zeige ich euch mal, was haben wir denn hier noch. Siehst du, der ist von Atlantis for Men. Den habe ich von meiner Mama gekriegt, beziehungsweise, so ist besser. Meine Mutter hat ihn da irgendwo dazu gekriegt, weil sie irgendwo was bestellt hat und über ihre Verhältnisse bestellt hat, weil sie so viel Geld ausgegeben hat. Da haben sie gesagt, weil du so viel Geld hier ausgegeben hast, das sind wir nett und du kriegst hier noch so einen Rasierer dazu. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, sie braucht keinen Rasierer. Was soll sie damit? Und vor allen Dingen nicht so einen kleinen für Konturen. Und der Alte darf das Ding nicht nehmen, weil der Alte hat einen neuen Nassrasierer und einen elektrischen gekriegt, wo er das ganze Gesicht macht, weil Mutti hasst Bart. Und der kriegt sowas nicht für Konturen, weil der könnte auf dumme Ideen kommen, hat sie gesagt. So, und da haben wir da unten noch einen Stecker, den stecken wir das darin. Und ich werde nachher nämlich das hier die oben abmachen, weil mich nervt das immer andauernd das nachschneiden. Obwohl, hiermit könnte ich es ja mal gucken. Weil ich hasse das, wenn der Bart so auf die Lippen kommt. Das ist so widerlich, das ist so eklig. Das ist so, also nicht eklig, aber das Gefühl, das ist so ein Krabbeln, so ein Bäh. Das mag ich nicht. So. Sieht ein bisschen aus wie von einem Ladegerät oder von irgendwas anderem. Der Kabel. Ja, ich habe der Kabel gesagt, ist mir auch egal, so. Aber halt in der Nummer kleiner. Wo sind die Beete? Ich habe ja aber keinen Nippel, wo da nicht. Da auch nicht. Passt nicht. Ist kaputt. Nee, doch, so passt es. Also oben ist eingekerbt. So. Aber für einen Rasierer ein bisschen knapp mit dem Kabel, würde ich mal sagen. Also wenn ich da den dann am Spiegel habe. Achso, der ist Akku. Ah, gut, dann ist es was anderes. Dann geht das, weil der ist Akku. Leck mich am Arsch, der brubbelt hier schon. So, nächste neue Errungenschaft. So. Meinst du? Jetzt schon? Krasse Scheiße. Der brubbelt hier schon. Was? Der meiner geht auch aus. Ah, das Licht meinst du geht aus. Ach so, das ist geil, dann kann ich den in der Nähe vom Fenster hinstellen. Und wenn der denn ausgeht, ich kann immer reingucken, ist blau. Und wenn der nicht mehr blau ist, ist fertig. Aber der ist doch noch gar nicht richtig fertig. Das muss doch überall brubbeln, oder nicht? Es wird immer mehr. Das brubbelt immer mehr. Schlimm, wenn ich so eine Wundertüte bin, oder? Oh! Da guckt ihr das an. Das kommt ja richtig hoch hier. Leck mich am Arsch. Ja, jetzt verstehe ich, warum sie sagen, nur bis dahin, weil denn... würde da oben kommen, das heißt. Geil. Warum habe ich mir nicht schon früher so ein Ding gekauft? Ewig? Wie? Jetzt der heiße Wasser bleibt jetzt ewig heiß? Pass mal auf die Flöten, ich fass nicht an. Bitte nicht. Da unten? Ja, wenn das Ding jetzt hochhebt. Nee, ist kalt. Da ist kalt, wenn du Ding hochhebst. Hier ist kalt. Drunter. Hier ist auch kalt. In der Mitte nehme ich so eine Wärmeplatte und sie bleibt ewig warm dann. Hier ist arschkalt? Oder da auf dem Ding. Die sind ja entweder da oder da auf dem. Der Stecker, der ist ein bisschen... Bisschen Publau. Und hier? Da oben? Oben nicht? Nee, alles arschkalt. Da haben die innen drin, also nicht. Bei mir ist das nämlich oben auf dem Dings drauf. Ach, hier unten? Bei
Hier nicht, also das ist geil. Echt jetzt? Das ist ja geil, wenn du Besuch hast, dann kannst du, machst du Tee und wenn es bleibt ja, wenn es so lange heiß bleibt, dann kannst du noch mal kurz anmachen, damit es heiß ist und dann ist ja geil. Warte. Wieso wird die Kleider da an? Da? Ja, wenn wir hier sehen, mal gucken, ich lasse mir jetzt noch mal richtig hochkommen. Der wird den irgendwie so, wird das so eingebaut haben, so ein Thermometer oder so. So, gucken, lass mal den noch mal hochkommen. Krasse Scheiße. Mein brauche ich nicht mal anmachen. Wenn ich den einfach rufstelle, wird das auch automatisch immer ein bisschen warm und verdampft nach und nach ein bisschen Wasser und ich wundere mich, warum das so stinkt. Das ist geil. Spielzeug für große Jungs. Und man sieht mich gut. Man sieht mich gut, oder Leute? Man sieht mich gut, man sieht mich toll. So, und dann habe ich heute noch was geschenkt gekriegt. Von Schatzi. Warum ist denn da so eine Keule drin? Ne? Ich verstehe das immer noch nicht, was mit dem... Ah, ich denke mal zum Durchquirlen. Hat Schatzi mir geschenkt, hat ihr gesagt, das ist gut für Mischen, wenn ich jetzt mir Kakao mache und so. Weil um mich wird sich jetzt gekümmert. Also es kann, ich warne euch schon mal vor, es kann durchaus möglich sein, dass ich in den Laufe der nächsten Monate im Umfang vorne rum etwas mehr zunehme. Ich habe zwar wieder abgenommen, habe auch Beweisfotos gemacht, aber es wird jetzt regelmäßig frisch gekocht und nicht von mir. So. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Ich habe so ja ein Schwarz gekriegt. So, aber wenn ich das jetzt hier unten abschraube, da habe ich hier unten was, da kann ich jetzt Essen reinmachen. Das ist, wenn ich mit meiner Tochter und Schatzi, wenn wir dann in den Tierpark fahren. So, dann kann ich das hier oben noch abmachen. Da kann ich dann zum Beispiel das und dann kann ich das hier noch rausnehmen. Und dann kann ich da Obst zum Beispiel reinmachen, so ein paar Äpfelstücke oder ja, was weiß ich. Und das andere, das ist alles Kännchen. So, da kann ich dann hier oben trinken. So. Und hier kann ich es anhängen. Ja, oder ich kann hier unten auch irgendwie Krümeltieren machen. Und dann kann ich hier auch Krümeltieren machen. Und einmal habe ich Krümeltee bei hier drinne. Und wenn ich dann Durst kriege, Wasser gibt es überall, kippe ich da drin, mache da zu. Ja, muss ich dann aufpassen, dass ich dann hier so viel drin mache. Und dafür, da passt man auf, das ist richtig cool. So, da haben wir hier sowas. So, seht ihr das? Das Sieb hier. Und da drinne ist dann nochmal so ein Bällchen. Und der quillt durch. Oder kommt der hier oben rauf und macht der quillt? Nee, der, da oben quillt er nicht durch. Den hau ich da rein. Und dann mache ich das so. So. Der Kater kriegt schon eine Macke. Und dadurch quillt er das richtig schön durch. Und wenn er das durchquillt, ja, also kann ich mir jetzt jederzeit unterwegs einmal mitnehmen, voll. Und dann habe ich drei Kammern, wo ich dann auch zum Beispiel Tee oder Obst oder irgendwas drin machen kann. Guten Morgen, Mausi. Hinterm Fernsehen. Die ist hinterm Fernsehen. Jo. Das war's eigentlich. Ich habe noch Handtücher gekauft, aber ich denke mal nicht, dass euch die interessiert. Ich habe eine flauschige Decke für mein Sofa geholt. Die ist so flauschig. Wurde mir gesagt, die ist nicht irgendwie flauschig, nein, die ist so flauschig. Zeig mal. So, das ist die Decke. Die kommt als Unterlage und die müssen wir uns nochmal holen, weil wenn sie unten drunter ist, kann man sich ja nicht damit zudecken. Und die ist ja so flauschig. Ja, könnt ihr da gucken. Da. Die ist so flauschig. Das wurde mir gesagt, ja. Das da so. Hast du gesagt? Die ist so flauschig. Bitteschön. Für die Wanne davor haben wir was geholt. Neue Haken mit Saugnapffunktion habe ich geholt. So Kleinzeug, das habe ich gedacht, das zeige ich euch nicht. Da regt ihr euch wieder nur auf, dass ich irgendwelche Kleinkram, irgendwelche Kleinpisse zeige. Das war's eigentlich. Kaffee habe ich geholt, ja, auch billig gekriegt. Das war's eigentlich, war so an sich, was wir geholt haben, war? Ja. Morgen geht's nochmal einkaufen. Flaschen wegbringen und so, ja.
Also so bin ich jetzt eigentlich auf dem neuesten Stand. Im April werde ich, also im nächsten Monat werde ich mir noch mal was Schönes gönnen. Weil da, ich habe übernächsten Monat Geburtstag und meine Tochter auch übernächsten Monat. Und da werde ich was Schönes kaufen. Da werde ich auch wieder ein schönes Oni-Einkaufen-Video machen. Dann kann ich euch da mal auf dem Laufenden halten, was da alles so Schönes gibt. Die Videos werde ich aber garantiert mit meinem Zeug schon vorher machen. Ach ja, wir haben ja Kerzen gekauft. Also wir mussten ja Kerzen kaufen. Also ich musste Kerzen. Also wir haben bestimmt. Das heißt, sie wollte, ich sag ja. So. Ich habe ja zu sagen, wurde mir gesagt. Wieso leuchtet denn das immer in einer anderen Farbe? Ja, aber wie soll denn das gehen? Das ist doch nur weißes Licht. Da sind LEDs drin. Da sind LEDs drin? Ich habe gedacht, das ist von oben Kerze bis nach unten Kerze. Da sind LEDs drin. In der Kerze. In der Kerze. Aber ich habe zu viel Technik. Die duftet schön. Und die duftet schön. Aber ich habe zu viel Technik. Okay. Okay. Man. Und die ist nicht mal heiß. Die ist nicht mal heiß. Nein. Und dann haben wir hier noch so ein Ding stehen mit Tropfen. Da waren so Holzbälle mit bei. Und da oben sind halt die Düfte raufgepackt. Da macht man auf dem Holzball ein paar Tropfen rauf. Also das ist eine coole. Also nehmt ihr euch einfach einen Holzball, irgendwie, was weiß ich, drechselt euch einen Holzball rund. Dann geht da mit der Bohrmaschine mal rein. Also nur so anbohren. Und macht da 5 Tropfen oder 10 Tropfen drauf. Und dann könnt ihr das auf die Heizung machen. Und dann duftet das. Da kriegen die Katzen gleich Macke. Das ist so ein Holzball. Die heißt, der ist da unten gerade, dass er nicht runterrollt. Und hier, ja, der duftet ein bisschen was. Da könnt ihr euch einen Holzstock auf dem Baum ruppen, den unten ein bisschen gerade machen, damit er nicht runterfällt. Ein paar Mal angesetzt mit der Bohrmaschine, so kleine Halbkuhle und dann ein paar Tropfen ruf auf der Heizung. Das ist doch, es ist viel hübscher. Ja, es ist viel, viel hübscher. Ich leg das mal dahin. Es ist total hübsch. So, das war's eigentlich, oder? Haben wir noch was? Nee, heute, das war mit dem Großshopping, oder? Ach, eine Lampe habe ich gekauft. Die kann ich euch nicht zeigen, die habe ich schon angebaut. Weil Frau Schein meckert in der Küche, ich habe doch diesen Brotschrank. Habt ihr bestimmt gesehen bei meinem Kochvideo. Der ist, ja, ist meine Arbeitsplatte und dann ist hier der Brotschrank. Und da hat Frau Schein gesagt, durch den Brotschrank ist da so wenig Licht. Und da habe ich jetzt eine Lampe gekauft. Wir haben eine Lampe gekauft. LED. Ja, und die macht man da so ran. Und dann wollte ich aber nicht bohren, wollte nicht an die Wand bohren und wollte nicht oben ranschrauben. Und da habe ich dann halt noch so extra stark, extra strong Klettband geholt, draufgeklebt, hält. Und da kann sie jetzt Klick machen und dann geht das Ding an und dann sind da 4 LEDs und dann ist da Licht. Ja, das brauchen wir. Ach, und Latte Macchiato-Tassen haben wir gekauft. Also wir haben jetzt hier in den letzten Tagen ordentlich gekauft. Zu viel gekauft. Nein, zu viel kann man nie kaufen. Nein, Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich das erwähnt habe. Nein, man kann nicht zu viel kaufen. Nein. Aber ich zeige euch keine Handtaschen oder so. Haben wir ja nicht gekauft. Das war ja auch keine Handtasche. Das war Handtasche. Ist so. Das war so. So. Also so. Mal so. Das war ein Koffer, aber keine Handtasche. Unverständlich. Die findet jetzt schon, die hat so ein Ding. Und findet da 3 Stunden lang nichts wieder. Und dann will die so ein Ding haben. Egal. Da brauchst du nicht weggucken. Ach so, ja, die zeige ich nicht, die ist schön. Nee, die sind für Papa. Die sind für Papa. Nee, die sind für Papa. So, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wie gesagt, ich werde auch gleich noch diesen hier unboxen. Vor-Unboxing machen. Ich weiß nicht, wann ich die Unboxings machen werden kann. Ich habe hier auch noch ein bisschen was abzuarbeiten. Das kommt alles noch. Ich würde mich jetzt hiermit erstmal verabschieden. Wie gesagt, denkt an den nächsten Hangout. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video schaffe, vor dem nächsten Hangout zu machen. Wenn nicht, denkt an den Hangout, der danach sowieso jetzt bald wieder ist. Alle 14 Tage. Wenn ihr bei mir im Kanal auf Kanal Info geht, und dann auf Odinzess Kalender, da seht ihr eingetragen alle 14 Tage, welche 14 Tage das sind, wann immer der Hangout ist. So,
Jetzt bin ich aber wirklich weg. Ahoi, sagt euer Odin.